Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Blacklist mit mir, dem Chris. Und wir müssen jetzt hier mit dem, wie heißt der, Reza Nuri aus dem Haus entkommen. Aber ich muss jetzt mal kurz einen Schluck trinken, weil mein Hals sonst zu trocken wird. Und ja. Okay, also wir müssen jetzt hier das Mordkommando neutralisieren. Das heißt, wir müssen jetzt alle K.O. hauen, die da rauskommen. Und deswegen spiele ich mal hier weiter, weil hier kommen die gleich rein. Erledige sie. Vorher werde ich hier nicht weggehen. Halte dich bereit. Ganz einfach. Nuri, los! Ich sehe sie. Ich werde hier warten. Okay, haben wir da noch irgendwas gegen die? Nein, da wird jetzt eine Haftgranate bringen, ne? So eine Dings. Er spricht irgendwie so komisch. So, damit wir uns nicht finden, machen wir mal die Tür zu. Wir sind fast am Eingang. Ja, komm, lauf doch mal ein bisschen schneller. Wenn die uns schon auf den Fersen sind, kannst du doch ein bisschen laufen. So. Grim, wir nähern uns einem Fluchttunnel. Optionen? Ja, eine. Der Fluss. Ich sehe ein Boot an Nuris Privatanlegestelle. Ich kann mir da aus dem Waffenlager eine Knarre holen. Nein. Wenn mich eine Kugel trifft, dann nicht in den Rücken. Genau, deswegen kriegt der keine Waffe, weil er uns sonst in den Arsch schießen könnte. Und darauf habe ich keine Lust. Wenn du hier raus willst, dann erzähl mir von Sadiq. Es ist eine einfache Vereinbarung. Er schickt mir Geld, ich schicke ihm Soldaten. Wofür braucht er die Soldaten? Das ist nicht meine Angelegenheit. So, dann mal. Genau, gehen wir raus in die Freiheit. Aus dem Tunnel raus. Nicht so schnell. Das soll wohl ein Witz sein. So behandelst du Leute, die du schützen willst? Halt die Klappe, ist angenehmer für uns beide. Okay, da kommt einer. Den kann ich so nicht treffen. Der läuft, glaube ich, aber rechts rum. Das heißt, er dürfte uns hier nicht gleich sehen. Genau so. Und das Problem ist, dass wenn wir hier entdeckt werden, dass dann immer noch mehr Gegner kommen, die uns dann versuchen, das Leben schwer zu machen. Keine gute Idee. Die Kurzbrigaden zu nerven war keine gute Idee. Was kommt davon?
Nee, ich glaube, das ist effektiver, wenn wir sowas hier nehmen. Hä, wieso kann dann meine Haftmine vorbeilaufen? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ah, Wasser. Ja, okay. Kein Wunder. Nochmal wieder in den Kontaktschocker rein. So. Sam, den nähert sich ein gegnerisches Fahrzeug. Schnell zum Dock. Bestätigt. Oh, shit. Ich weiß doch nicht mehr genau, von wo die kommen. Aber das ist nicht so toll. Ich will Namen. Hier. Hier. Darauf sind die Namen und Ausweisnummern aller Männer, die ich Sadiq geschickt habe. Remy, schick dir eine Datei von Nuris Mobiltelefon. Überprüf sie. Verstanden. Uns fehlt die Zeit. Okay. Also gestern. Nee, also nicht gestern, wie ich das letzte Mal, wie ich die noch, schon mal noch. Also, wie ich die vorher schon mal gespielt habe. So. Da kamen da eine ganze Menge Soldaten an die Anlegestelle, aber das nehme ich mal an, dass es deswegen war, dass ich vorher entdeckt wurde. Und dann alle möglichen da, weil da kamen ganze drei Transporter sogar, voll mit den Leuten. Und die haben mir dann richtig eingeheizt, aber da war es anscheinend jetzt nicht so, also finde ich es geil, muss man echt mal sagen. Eine Assault, Kampf Knockout und wie viel Kampf Kills? 8. Ja, das geht noch. Ich hab gedacht, es wird mehr. Abschluss in der 55 Minuten geschafft. Versteckte Körper 1. Versteckte Wege gefunden 0. Okay. Ja, ich bin das letzte Mal auch ein bisschen mehr rumgesneakt, da habe ich noch mehr gefunden. Aber macht ja nichts. Wow, nice. Das ist nice. Okay, fortsetzen. Wie nützlich waren Nuris Informationen? Wir überprüfen gerade die Ausweisnummern. Vielleicht sind wir Sadiqs Leuten bald auf der Spur. Warum lasst ihr den laufen und ich sitze immer noch bei euch Idioten? Weil du uns hier viel nützlicher bist als da draußen. Die Regierung vermutet, dass Blacklist vom Iran gesteuert wird. Nuri ist vielleicht ein Geheimagent und du lässt den Mann einfach laufen? Ich mache aus der Not eine Tugend. Du machst einen Fehler. Der Iran ist völlig unberechenbar. Du klingst ja fast wie die Präsidentin. Wenn du das nächste Mal mit ihr redest, wirst du vorher Bescheid sagen. Charlie? Ein Peilsender. Bin durch deine E-Mail-Peilung auf die Idee gekommen und hab Nuri ein Virus aufs Handy geballert. Es überträgt Gespräche, GPS-Daten und wahrscheinlich infiziert auch seinen Computer damit. Wir erhalten so mehr Informationen, als wenn wir mit Corbin eingesperrt hätten. Das glaube ich nicht. Ist dir egal, verstehe ich halt's mal. Alles, was du aus Washington kriegst, sind Vermutungen. Ich beschaff Daten. Du wirst noch einen Krieg auslösen. Diesen Krieg hat Sadiq längst begonnen. Wir sind diejenigen, die ihn beenden sollen. Kümmere dich weiter um die Ausweise. Wir brauchen eine Spur, und zwar gestern. Ja, eine Spur, und zwar gestern. Verlassene Mühle. Genau, das ist die Mission, die ich eigentlich... Die jetzt als nächstes... Also nicht jetzt, aber die als nächstes kommt. Und... Ja, hier haben wir noch ein paar neue Koop-Missionen. Geisterstadt, das ist, glaube ich, die nächste, die wir hier starten. Also die wir als Dings, die ich hier zusammen mit dem Freddy starten werde. So, aber da wir jetzt erst 10 Minuten haben und die Folge sonst zu kurz wird, würde ich sagen, machen wir doch einfach mal eine Roomtour durch dieses schicke, schmucke Flugzeug. Und zwar können wir hier mit seiner Tochter telefonieren und das werden wir jetzt mal tun.
Sarah. Ist ein langer Flug, also bleibt mir etwas Zeit. Schön, dass du anrufst. Hat Anna dir schon die neuesten Nachrichten erzählt? Hab eine grobe Vorstellung. Wie läuft es bei dir? Die Lage ist irgendwie angespannt. Der Countdown von Amerikas Freiheit läuft ab, aber noch dreht keiner durch. Irgendwas Neues von Vic? Hat nachgefragt. Er ist jetzt in den Staaten. Es geht ihm besser. Nicht gut, aber besser. Danke, dass du gefragt hast. Und, wie geht es dir? Mach dir keine Sorgen. Die mache ich mir schon. Das lässt dich nicht abstellen. Bis bald. Tschüss, Dad. Ja, so erfährt man immer wieder was Neues über Victor, der ja nach dem... Okay, ja stimmt, das habt ihr ja nicht gesehen, weil ich da ja das nicht spielen konnte. Ja, komm, Captain, sei mal wieder ruhig. Ja, und auf jeden Fall wurde der ja bei dem Helikopterabsturz verletzt und ist seitdem im Krankenhaus. Und über seine Tochter Sarah können wir immer wieder Informationen über ihn einholen. Also, was man hier sieht, ist die Krankenstation. Da sind halt die ganzen medizinischen Ausrüstungen. Hier sogar zwei Tragen. Also können hier mindestens mal zwei Verletzte behandelt werden. Und hier mindestens einer operiert. Okay, dann gehen wir mal weiter. Und zwar nach hier hinten. Und zwar befindet sich hier der Flugzeug, der Hangar sozusagen, der Mini-Hangar für den Mini-Helikopter. Wir gehen mal hier hoch, da haben wir einen besseren Ausblick. Und zwar haben wir hier unseren kleinen schmucken Helikopter. Und ja, mehr gibt es hier auch nicht unbedingt zu sehen, also gehen wir wieder nach unten. Und bewegen uns mal nach vorne. So. Also hier ist, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, das hier ist die Kommandozentrale, in der alles Mögliche besprochen wird und so weiter und so fort, die Daten gesammelt werden und so weiter. Dann gehen wir doch mal hier rein. Hier kommen wir zur Arrestzelle, in der sich unser lieber Freund Corbin jederzeit schön aufhält. Wir hätten hier sogar noch Platz für einen weiteren Gefangenen. Vielleicht wenn wir, ich weiß es nicht, aber vielleicht bekommen wir im Laufe des Spiels noch einen zweiten dazu. Da habe ich allerdings keine Ahnung, ob dem so ist. Irgendwie sogar ein Aufzug, wie das so wie es aussieht. Okay. Naja, das war's. Also gehen wir erstmal wieder. Ja, diese Roomtour mache ich jetzt mal hier, weil sonst würde die Folge einfach zu kurz sein. Also ich mir gedacht, kann ich euch doch mal dieses Flugzeug zeigen. Und ja, hier sehen wir bei der nächsten Station. Das hier ist Charlies Labor, Charlies Werkstatt. Hier befindet sich unser ganzes Waffenarsenal. Unsere Ausrüstung, alles mögliche, Daten sammeln. Oh, was können wir hier? Privates Anwesen. Konzeptgrafiken. Okay, hier können wir das Konzeptgrafiken angucken. Das ist ja cool. Also so soll, hätte das aussehen können, sollen. Sieht doch so aus. Das ist gerade, wo wir aus dem Tunnel rausgekommen sind. Also hier raus und dann sind wir hier runter. Und mir geht gerade so eine scheiß Fliege hier auf den Sack. Die werde ich dann auch mal eliminieren. Ja, hier ist das Dock, da sind wir vorhin von hier gekommen. Sind dann hier vorgerusht und dann hier runter zum Boot. Was haben wir hier noch? Spione gegen Söldner. Habe ich noch nicht gespielt. Weiß ich nicht, wie das aussieht. Dann hier die Ops-Anzüge. Ops-Suit, Light-Wet-Suit.
Sieht ein bisschen aus wie so ein Taucheranzug. Na, was haben wir hier noch? Habgier. Da sieht er eher aus wie so ein Gepanzer, so ein halber gepanzerter Soldat. Oder, ah ne, das stellt die, ja, jetzt lese ich es gerade, das stellt die Kleidung an Bord der Paladin dar. Und so sieht er im Einsatz mit der Standardkleidung aus. Dann haben wir noch hier Brille und Ausrüstungen. Hier haben wir die verschiedenen Dings, ach, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, Nachtsichtbrillen. Drei verschiedene Designs davon. Wobei ich das hier in der Mitte eigentlich ziemlich interessant finde. Mit diesen Strichen hier. Dann haben wir hier mal verschiedene Designs. Auch in Farbe. Und so weiter und so fort. Hier nochmal ein paar Designs. Und oh, hier der Treecopter mit Solarpanel. So sieht er allerdings nicht im Spiel aus, wie ihr gesehen habt. Aber das ist halt Spielegrafik, ne? Also die Sachen sehen halt in den Konzeptgrafiken immer anders aus als in den Spielen normalerweise. Das war halt so, so haben die sich wahrscheinlich gedacht, dass es mal aussehen könnte. Dann gehen wir weiter zu den Waffen. Das hier haben wir die SCIS-Pistole. Das ist ein Waffenprototyp, den wir mittlerweile schon freigeschaltet haben, aber wir den noch nicht gekauft haben. Was haben wir da noch? SC-400S. Da haben wir ein Sturmgewehr. Müsste das sein. Mit einem klappbaren Schaft. Dann, ach nee, das war die MP, genau. Hier haben wir das Sturmgewehr. Sieht auch ziemlich nice aus, ist so ein halber Klotz. Dann hier haben wir die Shotgun, die SCIS-Version. Und hier haben wir die SCIS-Version des Scharfschützengewehrs. So. Das war's auch schon hier mit den Konzeptgrafiken. Dann gucken wir uns doch hier mal weiter um. Ja, hier können wir während dem Dings unsere Ausrüstung anpassen. Das können wir aber genauso vorne bei Charlie machen, der da irgendwo rumsteht. Genau da vorne. Und hier haben wir alle möglichen Waffen drin. Wo die Leiter hinführt, keine Ahnung. Aber ich glaube, die geht ins Cockpit. Oh, Hammer, cool. Okay, hier sind wir im Cockpit der Paladin, ein riesiges Flugzeug. Und ja, okay, gehen wir erstmal wieder runter. Alles schön mit Codes gesichert, damit da ja keiner durchkommt. So, hier baut Charlie uns immer neue Ausrüstung und so weiter und so fort. Da forscht er gerade wieder. Und ja, das war es auch schon von der Flugzeugbesichtigung. Und wir gehen jetzt erstmal wieder in die Operationszentrale. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen hoch da, lasst einen Kommentar da. Geht auf unsere Facebook-Seite und liked die, damit ihr mehr mitkriegt, wenn ein Video kommt. Also wenn ein Video hochgeladen ist. Und ja, oder auch nicht. Also, dass ihr auch erfahrt, wenn ich mal kein Video hochladen kann. Oder der Freddy oder sonst wer. Und ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen: Bis zum nächsten Mal zu Splinter Cell Blacklist mit mir, dem Chris. Bis dahin, ciao.